Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Aufgebraucht-Video von mir. Auch in den letzten Wochen habe ich wieder einiges an Pflege und auch an dekorative Kosmetik leer gemacht und das möchte ich euch jetzt zeigen. Wir starten wie immer mit den Haarprodukten, dann kommt die Körperpflege, so ein bisschen die Random-Kategorie, die Gesichtspflege, die Masken und dann zum Schluss die dekorative Kosmetik, bloß dass ihr den ungefähren Fahrplan kennt. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Als erstes ist mir leer gegangen eins meiner allerliebsten Shampoos und zwar ist das von Swiss Opal, das Teebaumöl-Shampoo. Das mag ich mit meiner empfindlichen Kopfhaut super, super gerne und das hatte ich euch auch in meinem Haarpflegeroutine-Video gezeigt, kann ich euch mal verlinken, dass das einfach das Shampoo ist, mit dem meine Kopfhaut am besten klarkommt und am wenigsten irgendwie juckt oder schuppt oder irgendwie schneller fettig wird. Ich hatte mal als Alternative dieses Duo hier ausprobiert von Alverde. Das ist die sensitivfreie Shampoo und Spülung mit Echinacea und Jojoba. Muss ich sagen, fand ich okay, aber irgendwie jetzt nicht weltbewegend so, dass ich es mir nachkaufen würde. Beim Shampoo würde ich dann doch eher wieder zu dem von Swiss Opal greifen und bei der Spülung mag ich die Glanzserie von Alverde. Das ist die mit Rohrzucker deutlich lieber. Dann habe ich endlich geschafft, was aufzubrauchen, was schon ewig in meinem Bad steht und wo ich jetzt wirklich, wirklich froh war, dass es leer war. Es ist was von L'Oreal Botanicals und zwar aus der Safflorblüte-Reihe, die seidige Haarcreme. Ich habe die immer dann verwendet, wenn ich meine Haare geföhnt habe, aber eben keine Locken hatte, also sie entweder gleich eingeflochten habe oder glatt getragen habe. Ich muss sagen, es ist okay als Produkt, aber nicht so, dass ich das Geld drauflegen würde, zumal ja die Botanicals-Serie ist ja so ein bisschen Greenwashing von L'Oreal. Und ich muss sagen, ich finde von diesen ganzen Botanicals-Serien, alles, was ich bisher probiert habe, ist vom Geruch wirklich sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Also das riecht super minzig, aber irgendwie nicht so ganz minzig, sonst hätte es mir gefallen. Aber ja, also ich würde es auf jeden Fall nicht nachkaufen. Da gibt es, glaube ich, einfach bessere Produkte. Auch vielleicht im Naturkosmetikbereich möchte ich mich nochmal umschauen. Dann was aus der Lookfantastic Box, das war glaube ich im letzten September drin, von Philip Kingsley, der Elasticizer, wenn man das so ausspricht. Das ist auf jeden Fall ein Pre-Shampoo-Treatment, also wie so eine Haarkur, die man vor der Haarwäsche macht. Ich habe das tatsächlich auch so gemacht, dass ich die einfach in die Längen gegeben habe von meinen nassen Haaren und dann nochmal so 20 bis 30 Minuten eine Duschhaube drüber. Und dann erst meine Haare schamponiert habe, also halt unter die Dusche gegangen bin. Das war ein gutes Produkt, hat meine Haare wirklich sehr, sehr schön weich gemacht, aber die große Größe davon ist unglaublich teuer, deswegen würde ich es nicht nachkaufen. Was ich aber auch sehr schön fand, war was von Balea und zwar ist das eine Kleingröße aus der Schönheitsgeheimnisse-Serie. Die beruhigende Maske mit Hafermilch, die finde ich wirklich vom Duft ganz, ganz toll, diese Serie. Gefällt mir total gut. Ich hatte die geschenkt bekommen, ich fand sie von der Maskenwirkung gut, aber würde sie nicht nachkaufen, weil, also, keine Ahnung, ich mache mindestens einmal die Woche eine Haarmaske und dann immer diese Töpfchen zu kaufen, wäre vielleicht zu viel Plastik. Und jetzt kommen wir zu einer unglaublichen Menge an Trockenshampoo. Ich weiß nicht, was da passiert ist, es waren offenbar einige offen, aber ich habe jetzt eine ganz tolle Alternative gefunden, um einfach diesen Metalldosen aus dem Weg zu gehen, das zeige ich euch in meinem nächsten Beauty Haul. Ich habe tatsächlich zwei große Flaschen leer gemacht. Einmal von Balea, das Trockenshampoo für helles Haar. Das zeige ich euch ja in jedem Aufgebraucht. Das ist einfach mein Lieblingstrockenshampoo. Und dann das hier von Batiste, das ist das Blush Trockenshampoo. Das hatte meine Mama mir mal irgendwo mitgebracht, weil es im Angebot war. Ich muss sagen, ich kann den Hype um Batiste nicht zu 100% verstehen. Also, es sind gute Trockenshampoos, aber ich weiß nicht, warum ich das hier jetzt dem hier vorziehen sollte. Also, ist mir einfach nicht so klar. Und dann hatte ich noch zwei Kleingrößen, weil ich auch unterwegs war. Einmal von Nivea, das Have a Great Hair Day Trockenshampoo für mittleres Haar. Das hatte ich jetzt auch schon öfter. Finde ich okay, hat aber einen viel, viel größeren Grauschleier als die anderen beiden und ist auch ein bisschen teurer, deswegen würde ich es jetzt nicht unbedingt nachkaufen, aber es macht auf jeden Fall, was es soll. Nicht das schlechteste Trockenshampoo, das ich je verwendet habe. Und dann habe ich noch eine Minigröße leer gemacht, auch von Batiste. Das ist das Trockenshampoo und Volumen-Trockenshampoo. Das hatte ich halt unterwegs dabei. Von dem Volumeneffekt habe ich null gemerkt. Es ist ein solides Batiste-Trockenshampoo, aber ja, auch kein Nachkaufprodukt. Wie gesagt, wenn ihr eine umweltfreundliche Alternative sehen möchtet, dann schaut unbedingt in meinem nächsten Beauty Haul vorbei, wobei bis dahin ist es vermutlich noch eine Zeit hin. Kommen wir zur Körperpflege und diesen Monat habe ich wieder kein großes Duschgel leer gemacht, einfach weil ich immer noch an meiner 500 ml Tracalmoon Flasche bin, aber ich habe einmal gebadet, das ist das
AHA war Dead Sea Salt, also totes Meersalz. Das war in der Lookfantastic Box von den letzten Monaten. Ich glaube, es war der April. Ich habe eigentlich noch nie sonst mit so totes Meerbadesalz gebadet, einfach weil ich auf Schaum stehe, auf Schaum und auf Duft und ja, versteht ihr? Aber ich muss sagen, ich war nach diesem Bad hier so, so müde und ich schlafe nicht so gut. Und danach habe ich geschlafen wie ein Baby. Ich sag's euch, das ist offenbar eben mit den Salzen, dass das irgendwie so, ja, den Körper entgiftet und so. Und vielleicht schläft man davon auch besser. Also ich habe da jetzt keinen wissenschaftlichen Nachweis dafür. Aber ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut. 250 Gramm waren in dieser Packung und die sollte man wirklich auch komplett ins Badewasser schütten. Habe ich auch gemacht. Und war gut, aber ich stehe immer noch auf Schaum. Aber wenn ich schlafen muss, wäre auf alle Fälle das eine gute Alternative. Dann habe ich was für unter die Dusche leer gemacht. Und zwar ist das die gute Laune-Duschbombe von Wald 7 in der Sorte Rose. Die riecht wirklich sehr rosig. Rose ist jetzt nicht unbedingt mein Lieblingsduft. Ich habe nichts dagegen, aber ich würde es mir jetzt nicht so nochmal nachkaufen. Da ist so eine Tablette drin und die hat in der Mitte eine Kerbe, wo man die auseinanderbrechen kann, dass es sozusagen für zwei Duschen reicht. Ich habe es erstmal nicht geschafft, diese Kerbe durchzubrechen. Dann habe ich halt die ganze Duschbombe da reingeworfen und habe sie dann am Ende, das was halt noch davon übrig war, sozusagen fürs nächste Mal aufbewahrt. Es riecht wirklich gut. Mein Bad roch danach auch ganz toll, aber ich finde, es ist jetzt nicht mehr einfach als eine Spielerei. Die letzten Wochen habe ich wirklich verdammt viel gepeelt. Ich weiß gar nicht, wie es dazu kam, aber ich habe sogar eine Größe leer gemacht. Einmal von Rituals, das Sakura Body Scrub, das heißt Softening Rice Scrub. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich fand auch da den Sakura-Duft sehr, sehr erträglich. Ich muss jetzt eine Handcreme von der Reihe abgeben, einfach weil ich den Duft nicht gepackt habe. Aber unter der Dusche, wenn man es sich dann wegwäscht, ist es, glaube ich, nochmal was anderes, als wenn man es auf den Händen hat. Das hat sehr, sehr, sehr schön gepeelt. Dann hatte ich zwei Sachets von der Glow Beide. Das ist einmal von Detox, das Body Scrub, mit eben diesem Bio-Detox-Wirkstoff, Seesalz und Rosmarinöl. Das hat wirklich sehr gut gerochen, hat mir gut gefallen. Ich habe nur unter der Dusche Probleme, das Zeug aus solchen Tütchen zu bringen. Also ja, mir sind einfach größere Einheiten lieber. Genauso war es mit dem hier. Das ist das Samthaut Meersalz Duschöl Peeling, Meersalzöl Duschpeeling von Tetesep. Das hatte ich auch in meinem Glow Review Video vorgestellt, falls ihr da noch vorbeischauen möchtet. War eigentlich genauso wie das Detox Duschpeeling. Und dann hatte ich auf irgendeiner Glow mal mir so selber ein Duschpeeling gemischt. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ich weiß gar nicht, ob das die letzte war oder die vorletzte. Ich glaube, das war tatsächlich die letzte in Stuttgart. Der Duft war irgendwie so ein bisschen bärig und das war mir so ein bisschen zu unnatürlich. Aber man wäscht sich sehr runter, von daher ist es zu ertragen. Generell mag ich diese Salz- oder Zuckerpeelings total gern, weil ich einfach finde, dass die haben einen richtig, richtig guten Peeling-Effekt. Und gerade auch diese Mikroplastikkugeln, die ich ja eh versuche zu vermeiden als Peeling-Sachen, finde ich, die sind manchmal so rund, wisst ihr? Und dann ist der Peeling-Effekt gar nicht so groß. Und ich mag es, wenn es richtig, richtig schön peelt. Dann ist mir mein Standard-Deo leer gegangen. Das ist von CD, das Deo in Wasserlilie. Leider ist mir das mal runtergefallen und dann war der Sprühkopf kaputt. Und ab da wird es super nervig. Aber ich teste jetzt ja gerade auch Deo-Cremes und so. Aber muss sagen, die CD-Deos gefallen mir super gut. Ich hatte jetzt auch eins von Alterra, das ich wirklich sehr gut fand. Das hatte ich auch in meinen letzten Monatsfavoriten gezeigt. Und ja, aber gegen dieses CD-Deo kommt bei mir nichts an. Es gibt Freundinnen von mir, die sagen, sie verbinden diesen Duft so sehr mit mir, offenbar, weil ich immer nach CD-Deo Wasserlilie rieche. Aber gut, da gibt es, glaube ich, Schlimmeres. Und dann habe ich noch zwei Produkte für die Körperpflege. Einmal was, was irgendwie super dreckig ist, aber es war schon dreckig, als ich es bei TK Maxx gekauft habe. Das ist von der Marke Aromatherapy Associates, das Revive Body Gel. Ich glaube, das habe ich mal für 1 € in der Kramecke bei TK Maxx ergattert. Das war tatsächlich ein Gel, das meiner Meinung nach nicht so toll gepflegt hat. Was das Besondere war, sorry, Geräusche der Tube noch, ist der Duft. Also diese Sachen von Aromatherapy Associates, schrecklicher Name, haben so einen intensiven und wahnsinnig erfrischenden Duft. Und dieses Revive ist eben auch sozusagen die Morgenserie, mit der man sich aufwecken kann. Das Ganze ist sehr, sehr teuer. Ich werde es mir nicht nachkaufen, auch einfach, weil es von der Pflegewirkung nicht überzeugend war. Aber wenn ihr müde Füße habt oder müde Beine abends, wenn ihr viel gelaufen seid, dann ist das, glaube ich, ein super Produkt. Ich glaube allerdings, dass man das auch günstiger findet.
Und noch was, was leer gegangen ist, auch ein absoluter Favorit, den ich neu entdeckt habe, von Alverde, das Zellulite-Körperöl mit Bio-Zitrone und Rosmarin, auch für alles, was keine Zellulite hat. Fand ich wirklich, wirklich super schön. Werde ich jetzt nur in den nächsten Monaten, glaube ich, wenn es heiß ist, einfach davon Abstand nehmen, weil sich da noch einzuölen ist, glaube ich, nicht so das Beste. Aber das hatte einen super frischen Duft. Man roch, ja, noch so ein paar Stunden danach, dann war es auch weg. Aber so diese Pflegewirkung, also wie sich eure Haut danach anfühlt, das hält einfach den ganzen Tag. Und deswegen echt große Empfehlung von mir. Kommen wir zur Kategorie Sonstiges oder alles, was halt keiner richtigen Kategorie zuzuordnen ist. Ich starte mit den Wattepads. Mein Wattepad-Verbrauch hat sich wirklich deutlich reduziert. Das waren alles jetzt noch Packungen, die offen waren und jetzt leer gegangen sind. Einmal die Isana Bio-Wattepads, das sind die kleinen. 60 Stück sind da drin. Das sind meine liebsten Bio-Wattepads. Ich finde, die sind am besten. Ich hatte aber auch welche von Terra Naturi, also von Müller. Die sind zusätzlich auch noch Fairtrade, was natürlich auch ziemlich cool ist. Ich finde die aber von der Wattepad-Qualität schlechter als die von Isana. Und dann habe ich noch von Ebelin die Aktivkohle-Peeling-Pads, 40 Stück aufgebraucht. Ich fand die wirklich gut, mir haben die toll gefallen. Aber die sind jetzt aus dem Sortiment gegangen. Ich hatte dazu dann das Äquivalent von Rossmann getestet. Das fand ich im Vergleich dazu richtig schlecht. Also das hatte den viel besseren Peeling-Effekt, aber bringt uns jetzt alles nichts mehr, denn es ist leider aus dem Sortiment, so traurig ich bin. Dann habe ich eine Zahnpasta leer gemacht. Das ist so meine Standard-Zahnpasta für abends, die DM Dontodent Kräuterzahnpasta. Morgens nehme ich gern was Aufhellendes, abends nehme ich dann so eine, die gut kräuterig schmeckt, als guten Geschmack für ins Bett. Die ist völlig basic, kostet glaube ich keine 40 Cent, aber finde ich, ist meiner Meinung nach völlig in Ordnung, um sich damit die Zähne zu putzen. Und dann kommen wir zur Kategorie Seife. Ich weiß nicht, ob ich jemals Seife gezeigt habe, aber diesen Monat ging das leer. Ich habe einmal so einen Nachfüllpack leer gemacht von Balea, die Cremeseife Ginger and Lemon. Würde ich nicht wieder kaufen. Ich bin kein Fan von Cremeseifen, bin ich ganz ehrlich. Ich mag die durchsichtigen viel lieber und das nächste Mal kaufe ich mir auch da Naturkosmetik. Was mir dagegen sehr gut gefallen hat und was leider, also damals, als ich das gekauft habe, gab es noch nicht die Nachfüllpacks, sondern man musste immer einen Spender kaufen, ist hier von Cher die Mandarine- und Rosmarinseife. Die hatte ich im Bad stehen und muss wirklich sagen, oh mein Gott, die riecht unglaublich gut. Also sowas Frisches, Angenehmes, wenn ihr so auf diese ätherischen Düfte steht, dann dürft ihr meinem Urteil immer vertrauen, weil ich liebe das einfach total. Und die hat auch super gut gereinigt, die Hände rochen auch danach, schön danach. Und ja, wenn meine derzeitige Seife jetzt leer ist, dann kaufe ich auf jeden Fall wieder bei Shea nach, weil man macht ja damit auch sozusagen was Gutes. Ihr habt hier hinten so einen Tracking-Code. Wenn ihr eine Seife kauft, wird an eine bedürftige Person ein Hygieneprodukt gespendet. Und dann könnt ihr auch noch nachschauen, wo das sozusagen hingespendet wird. Ist richtig, richtig gut. Und noch eine Seife, die ich allerdings nicht zum Händewaschen benutze, ist diese hier. Das ist von Dr. Bronners, also auch Naturkosmetik, die 18-in-1 Naturseife mit Pfefferminze. Die nehme ich immer, um meine Pinsel zu waschen. Und ich finde, es funktioniert super, super gut. Die Pinsel riechen danach nicht arg. Ich hatte schon öfter die Erfahrung gemacht, dass Pinselreiniger mir einfach viel zu arg riechen. Und ich mag das nicht, wenn meine Pinsel nach irgendwas riechen. Ich finde, die sollen neutral riechen, weil man kommt ja damit meistens schon in die Nähe der Nase. Und beim Waschen riecht das Ganze gut nach Pfefferminze, danach nicht mehr. Es schäumt super gut, es nimmt alles super gut raus. Also auch wenn ich irgendwie so Buffing-Pinsel wasche, wo wirklich echt richtig viel Foundation drin hängt, dann funktioniert es damit super gut und ich habe davon schon die nächste Flasche im Bad stehen. Als nächstes geht's um die Gesichtsreinigung und da war ich auch richtig, richtig fleißig, beziehungsweise es sind Dinge leer gegangen, die wirklich schon sehr lang offen waren. Einmal das hier von Nivea, das Micellar Expert Micellenwasser, das angeblich wasserfestes Make-up entfernt, meiner Meinung nach nicht, also meine Mascara habe ich damit nicht runterbekommen. Es hat gut gereinigt, nachkaufen würde ich es allerdings nicht. Ich hatte unterwegs eine kleine Größe dabei, auch von was von Nivea, das ist allerdings das Micellenwasser für sensible Haut. Ich konnte da jetzt ehrlich gesagt keinen großen Unterschied zwischen den beiden feststellen. Es war in Ordnung, aber jetzt irgendwie nicht life-changing, dass ich es unbedingt nachkaufen müsste. Toning-Produkt habe ich das hier aufgebraucht, das ist von Balea, der Tint Perfection Glow Toner. Ich habe den sogar nochmal da. Ich habe jetzt allerdings was anderes genommen, weil ich jetzt erstmal froh war, eine Pause davon zu haben. Der riecht sehr, sehr frisch, ist mit Matcha-Extrakt und von diesem Glow hier solltet ihr euch nicht irritieren lassen. Ich dachte am Anfang, das sei sowas wie Glow Tonic von Pixi, was irgendwie Säure enthält, aber es ist ein ganz normaler Toner. Macht seinen Job, ist okay.
Ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt, ehrlich gesagt. Aber ja, könnt ihr euch kaufen, müsst ihr aber jetzt nicht unbedingt. Und dann sind mir tatsächlich noch Reinigungsprodukte leer gegangen. Ich kann es gar nicht glauben. Einmal meine Standardentfernung für wasserfeste Wimpertusche, was das Nivea Micellenwasser nicht geschafft hat. Babyöl, pflegendes, schützendes Pflegeöl von Babylove von DM. Da nehme ich einfach immer das ganz normale von der Eigenmarke. Gebe das auf ein angefeuchtetes Wattepad. Ich finde, die Kombination aus Wasser und Öl funktioniert besser und ist angenehmer als nur Öl. Also meiner Meinung nach. Und damit geht einfach alles runter. Dann ein Reinigungsgel. Das ist von Bio Vegan Skin Food aus der Acai-Reihe, das Reinigungsgel. Das hat mir gut gefallen. Fand ich schön. Ich finde, man muss sich an die Konsistenz ein bisschen gewöhnen, weil wenn man das aufgeschäumt hat auf dem Gesicht, dann geht es nicht so leicht runter. Also ich muss länger abwaschen als vielleicht bei anderen Reinigungsprodukten. Ich mag den Duft sehr gern. Ich habe gerade eine andere Reinigungsserie von Bio Vegan Skin Food noch im Test. Das werdet ihr in den nächsten Wochen sehen. Aber wenn ihr Missschaut habt, finde ich die völlig gut, weil sie einfach nicht austrocknet und eigentlich auch irgendwie nicht aggressiv ist. Also viele Serien für Missschaut trocknen ja dann schnell aus oder ja, irritieren die Haut und das ist bei dem eben gar nicht so. Dann noch was aus der Look Fantastic Box. Kleine Größe von Omorowicza Budapest, der Cleansing Foam. Den hatte ich euch auch in meinem Review-Video über die Look Fantastic Box, glaube ich, gezeigt. Ich fand den toll. Der hat super frisch gerochen, super angenehm, hat auch gar nicht ausgetrocknet. Hat mir gut gefallen. Ich fand die Konsistenz nur nicht so schaumig, wie es angegeben ist. Also es ist ein bisschen so wie sowas leicht aufgeschlagenes, cremiges, aber jetzt nicht so, was man von dem Reinigungsschaum mit Pumpe zu erwarten hat. Und das letzte in dieser Kategorie war eine Einmalanwendung von Dr. Hauschka. Das hatte ich mal in einem Probeset. Das ist das Gesichtsdampfbad von Dr. Hauschka. Ich habe mir das einfach in eine Schüssel gekippt mit heißem Wasser und dann mein Gesicht drüber gehalten. War passenderweise auch da, als ich ein bisschen erkältet habe, war. Das hat irgendwie sehr medizinisch gerochen. Es war angenehm. Ich weiß jetzt aber nicht, ob es mehr für mein Gesicht gebracht hat, als wenn ich das rein mit heißem Wasser gemacht hätte. Also ist jetzt nichts, was ich zwangsläufig wirklich nachkaufen würde. Weiter geht es mit der Gesichtspflege und da ist mir auch ein großer Pott leer gegangen, ebenfalls aus der Acai-Reihe von Bio Vegan Skin Food, die 24-Stunden-Pflege. Die muss ich sagen, hat mir am Schluss nicht mehr ganz so gut gefallen, weil ich doch fand, dass mein Gesicht damit relativ stark und schnell gespannt hat. Der Duft ist angenehm. Ich fand sie am Anfang besser als am Schluss. Vielleicht hat sie mich auch irgendwann genervt. Ich finde, wenn man mal 50 Milliliter von der Creme hatte, dann denkt man sich nur so, wann ist es endlich vorbei? Aber auf jeden Fall, die Bio-Vegan-Produkte mag ich im Großen und Ganzen sehr, sehr gerne. Also, falls ihr euch da noch nicht umgeschaut habt, macht es unbedingt mal. Etwas weiteres Naturkosmetisches zur Gesichtspflege hatte ich noch aus der Fairy Box. Und zwar ist das von Studio Botanic, die Cold Cream. Ihr seht schon, das war mal so eine Tube, die ich jetzt wirklich ganz ausgepresst habe. Ich muss sagen, ich war davon enttäuscht, weil ich hatte schon mal eine Cold Cream von Alterra. Das ist die Naturkosmetik-Eigenmarke von Rossmann. Und die war dagegen so, so schwach. Also ich bin ins Bett und mein Gesicht hat gespannt. Und dann dachte ich mir so, hä, das kann doch nicht wahr sein. Also eine Cold Cream auf Mischhaut, das darf doch nicht spannen. Irgendwann zum Schluss habe ich sie dann auch relativ großzügig dafür verwendet, meine Hände abends einzucremen, bin ich ganz ehrlich. Dann war sie auch leer. Als Handcreme hat sie mir besser gefallen als Gesichtscreme, kann ich dazu nur sagen. Was ich dagegen sehr gerne fürs Gesicht benutzt hatte, war das hier. Das habe ich zweckentfremdet aus der Look Fantastic Box. Das ist von Dr. Botanicals, das Pomegranate Superfood Brightening Eye Serum. Hat aber eher so eine ölige Konsistenz und ums Auge rum kam ich damit gar nicht klar. Fürs Gesicht dafür umso mehr. Deswegen habe ich es einfach großzügig übers ganze Gesicht aufgetragen. Da bin ich wirklich traurig, dass das leer ist. Vielleicht ist es ja irgendwann mal wieder in der Box. Ich würde es mir auf jeden Fall wünschen, weil so mega günstig ist es jetzt nicht. Also ich glaube, es kostet 20 € und das Fläschchen ist ja nicht sehr groß. Dann ist mir aber auch eine richtige Augenpflege noch leer gegangen und zwar die hier von La Vera. Das ist die Illuminating Eye Cream. Die ist mit Perlenextrakt und Koffein. Fand ich am Schluss auch nicht mehr ganz so toll wie am Anfang, einfach weil ich gemerkt habe, dass halt der illuminierende Effekt manchmal, wenn man mit dem Auftrag nicht ganz so vorsichtig war und an einer Stelle mehr hingebracht hat, dann hat sich da so eine Schicht gebildet und die habe ich mir dann ganz oft mit dem Concealer irgendwie wieder rumgewischt und das war so ein bisschen ungut. Ich habe jetzt gerade eine neue Augencreme, die ich euch in nächster Zeit auch vorstellen werde, die mir auch von der Pflegewirkung ein bisschen besser gefällt. Also das ist nichts, wenn ihr wirklich schon richtig Falten um die Augen habt. Das habe ich jetzt einfach noch nicht. Und dieses Illuminierende war angenehm, war schön, aber es war
in der Anwendung zum Schluss etwas anstrengend. Und jetzt haben wir hier noch lauter kleine Pröbchen, die ich unterwegs dabei hatte. Einmal was von Dr. Jart aus der Sisapair-Serie, das Tiger Grass Repair Serum, habe ich aufgetragen. Habe ich davon eine Wirkung gemerkt? Nein, eigentlich nicht. Also man kann sich's genauso gut sparen. Diese Tiger Grass Serie ist besonders gut für ja gerötete Haut. Ich habe davon auch diesen Corrector, diese Creme, die gefällt mir sehr viel besser. Aber es war halt da. Ich habe damit gelebt, aber es hat mich jetzt nicht beeindruckt. Ganz im Gegensatz dazu, das hier, das hat mich auch in der kleinen Größe echt wirklich gecatcht. Das ist von Sebamed, die mattierende Creme für unreine Haut. Die war super gut. Also sie hat wirklich mattiert, aber sie hat dabei null ausgetrocknet. Ich fand die wirklich, wirklich toll. Die reguliert die Talgbildung, hat einen Hyaluronkomplex, fettet nicht, würde ich alles sofort so unterschreiben. Wenn ich nicht so wahnsinnig viele Tagescremes hätte und ich weiß gar nicht, was ich mit diesen Tagescremes machen soll, wie braucht ihr eure Creme auf? Also wenn ich so einen 50 Milliliter Pott Creme habe, da bin ich locker ein halbes Jahr mit beschäftigt. Also ich weiß nicht, vielleicht bin ich einfach so sparsam, aber ich sehe manchmal aufgebraucht Videos auf YouTube, wo ich mir einfach nur so denke, also kann doch nicht wahr sein. Also ich glaube das einfach nicht. Wie kann man im Monat 3 Duschgels verbrauchen oder 3 Deos oder keine Ahnung. Also vielleicht benutze ich einfach wenig oder schwitze ich nicht so viel oder creme mein Gesicht nicht so viel ein, aber ich creme mein Gesicht morgens und abends mit mehreren Produkten ein. Also eigentlich müsste ich ja was verbrauchen, aber trotzdem geht's nicht schnell voran. I don't know. Dann hatte ich noch 2 kleine Pröbchen. Einmal hier von, ich weiß nicht, ob man das hier so lesen kann. Moment, ich muss meine Hand arrangieren. Von Shiseido, das Ultimoon Concentrate und eine Hydra Intense Cream von Maria Galland. Shiseido Power Infusing. Ich habe keine Power gespürt. Hydra Intense war gut, hat wirklich schön gepflegt. Hat mir gut gefallen, würde ich aber nicht nachkaufen. Maria Galland ist mir einfach zu sehr tatsächlich mit Duftstoffen angereichert. Und das letzte war wieder so ein Mini-Pöttchen von La Mer. Das hatte ich noch von letzten Jahr vom Glamour Beauty Festival. Ich hatte ja schon die normale feuchtigkeitsspendende Creme und das war jetzt die Gelcreme. Die war halt gelig, aber sie hat teilweise bei mir gebrannt und bei mir brennt eigentlich fast nichts. Also ich bin jemand, ich habe wirklich so in Bezug auf Inhaltsstoffe sehr unproblematische Haut. Es kostet ein Schweinegeld, spart's euch einfach. Bevor wir mit den Masken anfangen, noch kurzer Verweis auf mein letztes Maskenvideo, das Anfang Mai online kam. Da habe ich mit euch diese 4 Naturkosmetikmasken getestet. Also falls euch das interessiert, schaut super gerne noch vorbei. Ich sage jetzt hier nichts Näheres dazu und zeige euch dafür die anderen Masken, die ich sozusagen off-camera gemacht habe. Ich habe einmal was ausgebraucht von Dr. Welter. Das hatte ich auch im letzten Aufgebraucht-Video schon gezeigt. Das hatte ich auf der Glow in Wien bekommen. Dr. Welter kriegt man tatsächlich nur in Österreich. Und das war eine Packung für unreine Haut aus der Linie A-Serie. Einziger Kritikpunkt, diese Maske riecht so herb männlich. Oh mein Gott, also wirklich. Ich mag auch diese ganz starken Männerdüfte überhaupt nicht an Männern. Und an mir mag ich sie schon gleich gar nicht. Es war aber eine traumhaft schöne Maske, die wirklich echt was für mein Gesicht getan hat. Ich war wirklich begeistert und bin traurig, dass ich sie nicht so leicht bekomme, beziehungsweise dass sie leider auch 20 Euro kostet. Ich hatte aus so einem Set was von Douglas aufgebraucht. Das war so ein Multimasking-Set. Ich habe für das ganze Gesicht benutzt. Das ist die Tonifying Mask. Die kommt tatsächlich farbig so raus, wie sie auch in der Verpackung aussieht. Das war jetzt mit grüner Tonerde. War okay, ist eine solide, ja, einfach Tonerde-Maske, aber jetzt nichts, was ich dafür von Douglas nachkaufen müsste. Dann hatte ich 2 Masken in Cremeform noch gemacht. Einmal von Nivea, die Bye Bye Dry Skin Maske. Hat mir gut gefallen, war ich ehrlich positiv davon überrascht. Die zeige ich auch in meinem Glow Review Video. Und die Luvos Clean Maske mit Heilerde. Eine meiner absoluten Favoritenmarken, was Masken betrifft, ist einfach Luvos. Ich finde die alle super gut. Und wenn ihr auch so ein bisschen Mischhaut habt, unreine Haut habt und Luvos noch nicht getestet habt, dann schaut euch das unbedingt noch an. Noch 2 Masken aus dem Glow Review Video. Die Detox Vitamin C Face Mask hat mir sehr gut gefallen. Fand ich wirklich angenehm. Tolle Tuchmaske. Dann hatte ich noch von Sugo Beauty die Bubble Sheet Mask. Die fand ich schön. Diese Bubble Mask, das ist ja eigentlich mehr so ein Gag, ne? Also ich weiß nicht, ob die wirklich so exfoliierend und reinigend wirkt, wie da vorne draufsteht. Aber es ist halt witzig. Ich hatte aber schon mal eine Maske, die da mehr gebabbelt hat.
Also von daher würde ich mir jetzt die von Sugo nicht unbedingt nachkaufen. Dann hatte ich noch was aus der Look Fantastic Box, ebenfalls zu finden in der Look Fantastic Review. Ich mache heute nur Verweise auf andere Videos. Diamond Gold Dust Sheet Mask von Vita Mask. War eine super schöne Maske, leider nicht ganz Gold, sondern nur mit so ein paar Goldpartikeln drin. Und von denen hat man jetzt wirklich nicht so viel gemerkt. Dann noch eine Maske, die mich enttäuscht hat. Und zwar, die hatte ich zwar schon mal, aber sie hat mich nochmal enttäuscht. Die Neutrogena Skin Detox Maske für tiefenreine Haut. Ich weiß nicht, was ich da falsch mache, aber bei mir kommt von diesen Gelmasken keine Feuchtigkeit auf der Haut an. Also das war wirklich so, als ob ich mir so einen Gummilappen aufs Gesicht hätte gelegt und ja, dann blieb der halt da liegen. Aber für meine Haut hat es faktisch einfach nichts getan. Also ich werde mir da in Zukunft das Geld sparen. Ich finde da gerade auch die Garnier-Tuchmasken aus der Drogerie deutlich besser, wenn ich mir jetzt selber eine Tuchmaske kaufen würde, was ich eigentlich nicht mache, weil ich nicht so gerne Tuchmasken mag. Trotzdem habe ich auch die gemacht, die habe ich von meiner Schwester geerbt. Das ist eine von Hey Organic, weil sie da eine probiert hat und sie darauf reagiert hat, also mit Hautrötungen. Ich fand die in Ordnung, das war eine völlig solide Tuchmaske. Finde ich ähnlich einzuordnen wie die von Bio Vegan Skin Food. Da habe ich sehr gerne die blaue Tuchmaske. Ja, was kann man auch von Masken für einen Life-Changing-Effekt erwarten? Eigentlich keinen, gerade wenn man sie nur einmal anwendet. Aber ihr macht damit auf jeden Fall nichts falsch. Ihr seht, der Korb ist fast leer. Das bedeutet, wir haben nur noch die dekorative Kosmetik und die zeige ich euch jetzt noch. Starten möchte ich dabei mit den Primern. Da habe ich einmal leer gemacht etwas von Becca, den First Light Priming Filter. Der ist so leicht violett, wie ihr das auch in der Verpackung sehen könnt. Super schöne, super ausgleichende Formulierung, hat mir super gut gefallen. Bin ich am überlegen, ob ich es nachkaufe. Ich teste jetzt gerade von Becca die Backlight Priming Filter Version und dann überlege ich es mir, obwohl ich eigentlich genug Primer habe, aber ja gut, manchmal möchte man halt was auch einfach haben. Ja. Auch leer gemacht habe ich den Hourglass Mineral Whale Primer in so einer Kleingröße. Die hat mir erstaunlich lang gehalten. Fand ich eine tolle Konsistenz. Ich habe zum Schluss wirklich mit einem Pinsel, weil es mit diesem Spatel nicht mehr ging, das Zeug hier rausgekratzt. Aber jetzt ist es wohl endgültig leer. Super schönes Produkt. Hat die Haut toll so weich gemacht, fast wie so ein Silikonprimer. Ohne dass es dabei aber so wirklich silikonig war. Also wirklich schön. Leider bin ich dafür zu geizig, würde ich jetzt einfach mal so pauschal sagen. Aber wer weiß, vielleicht kommt der irgendwann mal wieder. Auch ein Oldie but Goldie sieht leider so hässlich aus. Das ist die Catrice Camouflage Cream in der Farbe 10 Ivory. Benutze ich immer nach dem Primer vor der Foundation, um das Gröbste an Unreinheiten abzudecken. Tolles Produkt, wird immer wieder nachgekauft. Was mich eher enttäuscht hat, war das hier. Das ist von NYX, das HD Finishing Powder. Ihr seht schon, da sind noch ein paar Brösel drin. Das ist mir runtergefallen. Aber ich muss sagen, selten so ein Puder mit so einem schlimmen Weißschleier gehabt. Also mir hat es überhaupt nicht gefallen. Ich weiß nicht, ob da die farbigen Versionen davon vielleicht besser sind. Also das gibt es auch in den entsprechenden Hauttönen. Aber für mich war es zumindest nichts. Dann zwei Mascaras. Einmal die Superstar-Mascara von Rival de Lupiang. Das war für jetzt die letzten Jahre einfach immer meine Standard-Mascara, bevor ich ja eigentlich innerhalb des letzten Jahres beauty-technisch so eskaliert bin. Also da war es dann aus mit nur der kaufen. Die hat ein abartig riesiges Bürstchen. Ich bin damit immer sehr gut klargekommen und die hat bei mir eigentlich auch nie abgestempelt. Deswegen muss ich jetzt mal gucken, ob das vielleicht bei den anderen wasserfesten Mascaras von Rival de Loup auch so ist. Das Bürstchen spricht mich jetzt momentan gerade nicht so an, aber alle Mascaras, die ich momentan habe, stempeln brutal oben ab. Ich hatte das früher nie und ich weiß nicht, was los ist, ob das an mir liegt, ob ich irgendwie seit neuestem hier oben ölig bin. Vor allen Dingen auf der Seite oder ob mein Knochen da irgendwie komisch ist. Also ich weiß es nicht, aber es nervt auf jeden Fall brutal, weil ich bin jeden Tag, gefühlt alle 10 Minuten bin ich so schnell da wegtun und ich tusche mir halt wirklich schon immer mit wasserfester Mascara die Wimpern. Ich habe das Gefühl, manche wasserlöslichen sind besser als wasserfeste, aber egal, nicht aufregen. Genauso ging es mir eigentlich mit der. Ich mochte die Mascara sehr gern, Paradise Ecstatic Waterproof von L'Oréal Paris. Leider abgestempelt. Ich habe jetzt mir gerade bestellt die also das High-End-Produkt von das, dem hier das Dupe ist, und zwar die Better Than Sex Mascara von Too Faced in Waterproof. Bin ich gespannt, ob die besser ist, aber das war jetzt nicht so, dass ich sie nachkaufen würde. Nachgekauft dagegen habe ich schon diesen Stift, das ist von Essence, der Superlast 24 Stunden Eyebrow Pomade Pencil Waterproof in der Farbe Blond, also auf jeden Fall in der hellsten Farbe, die es gibt.
mein Alltagsaugenbrauenstift, den ich immer schnell zack, zack meine Augenbrauen mache, finde ich super, super, super gut. Ich habe jetzt diese Micro-Pencils noch nicht ausprobiert, einfach weil ich sagen muss, ich finde, wenn Leute dann sagen, sie haben so einen Stift eine oder zwei Wochen, dann muss ich einfach sagen, was ist das für ein krasser Verpackungsmüll. Also mit dem komme ich vielleicht ein, zwei Monate hin und das ist wirklich, ja, umweltschonender. Dann ist hier noch was drin, Pinselreiniger, vorhin habe ich es erzählt, Evelyn, der sieht mittlerweile anders aus, den hatte ich an meinem Schminktisch stehen, wenn ich mal schnell einen Pinsel putzen musste, einfach weil ich ihn gleich wieder gebraucht habe, normal wasche ich sie halt, aber ich muss wirklich sagen, Leute, der Duft, ich konnte mir danach mit dem Pinsel nicht ins Gesicht gehen, ich war manchmal echt kurz davor, mich zu übergeben, weil das so unglaublich chemisch riecht, deswegen wird es auch auf keinen Fall nachgekauft. Und die letzten zwei Produkte sind noch zwei Sprays, das ist das You Better Work Fixing Spray von Essence. Ich mag das Keep It Perfect Fixing Spray von Essence lieber. Ich habe damit jetzt nichts gemerkt, dass es irgendwie Sweat Resistant oder Anti-Shine oder so wäre. Es war in Ordnung, die Essence Fixing Sprays sind alle in Ordnung, aber mir ist das in der durchsichtigen Flasche immer noch das Liebste. Und dann was eigentlich ein Primer Water ist, was ich aber als Fixing Spray benutzt habe, weil ich an Primer in Form von Sprays einfach nicht glaube. Das ist von Smashbox, das Primer Water in so einer, ja, Sonderedition. Das hatte ich aus so einem Weihnachtsset. Was mich daran tierisch aufgeregt hat, war der Sprühkopf. Jetzt kostet dieses Fixing Spray ja einen Haufen Geld. Dann kann doch da bitte ein vernünftiger Sprühkopf dran sein. Da kam immer so ein Strahl raus. Also vielleicht ist es einfach ein Montagsprodukt und man musste teilweise ganz oft nachpumpen. Also ich habe gepumpt, dann kam ein Sprüher, dann habe ich zweimal gepumpt, dann kam nichts mehr, dann habe ich nochmal gepumpt und dann war ich so, oh mein Gott, wieder voll mitten ins Gesicht, weil ich halt unkonzentriert wurde. Also ich weiß nicht, ob das bei den Originalgrößen besser ist, aber das war auf jeden Fall nichts. Dann sind wir jetzt tatsächlich am Ende. Wir haben uns hier durch über 60 Beauty-Produkte gequält. Ich finde 60 Produkte, wenn man bedenkt, dass ich immer so über zwei Monate sammle, bedeutet, dass ich pro Tag eigentlich ein Produkt aufbrauche, was ich dann schon wieder echt krass finde, aber trotzdem habe ich immer noch so viel. Ich werde weiter aufbrauchen, ich werde euch weiter berichten. Wir sehen uns vermutlich dann im August zu einem neuen Aufgebraucht-Video wieder. Natürlich sehen wir uns nicht erst da wieder, denn ihr werdet natürlich auch vielleicht meine anderen Videos schauen. Das würde mich sehr, sehr freuen. Gerade am vergangenen Dienstag jetzt habe ich ein Video hochgeladen über das Glamour Beauty Festival. Da zeige ich euch eine ganz tolle Goodiebag mit ganz tollen Produkten. Also schaut da unbedingt noch vorbei und natürlich auch in meinen nächsten Videos. Falls ihr mich heute zum ersten Mal seht, Aufgebraucht-Videos liebt und mich sympathisch fandet, dann drückt doch gerne auf den Abonnieren-Button. Diese Aufgebraucht-Videos sind tatsächlich meine meistgeklicktesten Videos, viel mehr als ich Abonnenten habe. Dementsprechend müssen hier viele sein, die mich nicht abonniert haben. Also drückt auf den Abonnieren-Button. Ich würde mich wirklich sehr freuen. Ansonsten freue ich mich natürlich auch über einen Daumen hoch, über einen Kommentar, ob ihr eins der Produkte kennt, was ihr in letzter Zeit so aufgebraucht habt. Ich freue mich super immer über den Austausch mit euch und lasse mich sehr gerne von euch auch anregen und inspirieren. Und ansonsten bleibt mir jetzt nur, euch ein super schönes Wochenende zu wünschen. Ich hoffe, das Wetter bleibt so. Ich drehe dieses Video ein paar Tage vor dem Wochenende und gerade haben wir auf jeden Fall, ja, 35 Grad. Es wird langsam heiß hier vor meiner Kamera. Deswegen verabschiede ich mich jetzt auf dem Video. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Lasst es euch gut gehen und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann!